Ja, super. Vielen Dank für die Anmoderation. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir heute so zahlreich erschienen seid. Also es gibt ja immer regelmäßige Veranstaltungen und da habe ich auch ein Gefühl dafür entwickelt, wenn es mal voll ist und wenn es mal weniger voll ist. Und heute ist es wirklich sehr voll und super. Viel mehr wäre auch nicht gegangen, dann würden wir jetzt noch umziehen müssen und hier den großen Bereich, den Vortragsbereich eröffnen müssen. Das ist grundsätzlich unser Prinzip. Wir sind offen für alles. Wir finden es toll, dass heute Creative Mornings zu Gast ist. Wir werden am Ende was zu unserer Jahreshauptveranstaltung sagen, den Innovationstag, der am 9.11. stattfindet. Da habt ihr auch alle so Karten auf den Sitzen gehabt. Da seid ihr also hiermit schon alle schon eingeladen. Das, was ihr hier seht, ist die Firma Lava Labs. Mein Name ist Michael Brink. Ich bin mit dem Rolf Schulze zusammen, meinem Kreativpartner, der Gründer von Lava Labs. Wir sind vor 5 Jahren an den Start gegangen. Nicht in dieser Größenordnung, sondern wir haben erst mal mit 3 Mann angefangen. Sind jetzt 25 Leute, sind mittlerweile umgezogen. Mit dem Umzug hier an die Ackerstraße, vorher noch auf der Türkenstraße, hatten wir das Glück, über die Zusammenarbeit mit der Hochschule auf den Chris Geiger dafür zu finden, dass er mit seinem Hochschullabor hier hingezogen ist. Und das Ganze ist auf die Grundinitiative von Thomas Benner und mir entstanden. Und das ist auch die Ergänzung zu dem, was Herr Reiner gesagt hat. Der Innovationshub besteht aus 3 Partnern, Lava Labs als den Content-Partner, die Hochschule als den Partner aus der Forschung und Tenlagers eben als den Hardware-Technologie-Partner. Und wir versuchen, der Vortrag ist eigentlich eine Stunde, wir versuchen den auf 20, höchstens 30 Minuten zu kürzen, müssen dadurch schneller reden, aber ich rede immer schnell. Und wer danach noch Lust hat, dann machen wir doch mal eine kurze Führung. Also wenn ihr dann wollt, könnt ihr auch an dieser Führung teilnehmen. Ich versuche auch noch 20 Minuten zu begrenzen. Und das ist nicht Pflicht, dass ihr alle bis zum Ende bleibt, aber es wäre super, wenn ihr zumindest die ersten 5 bis 10 Minuten mitgeht, weil dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, das ist Lava Labs, was ihr hier gesehen habt, der Eingangsbereich, der Aufenthaltsbereich. Direkt hier angeschlossen ist die Hochschule mit einem 200 Quadratmeter Labor. Dahinter befindet sich die Firma Tenlagers mit einem Showroom, wo es eine Menge neuer Technologie zu sehen gibt. Heute geht es weniger um Erleben. Dafür gibt es den Innovationstag am 9.11. Da haben wir ein Vortragsprogramm, was den ganzen Tag über läuft. Und dahinter ist auch noch ein Bereich, ein Motion Capturing Studio, was wir so aus dem Filmbereich einsetzen, wenn es darum geht, virtuelle Charakter zu animieren, weil das sind unser Ursprungsgeschäft. Da sind nur so ein paar Beispiele von Projekten, an denen wir gearbeitet haben. Und ich würde auch ganz kurz einen 16-sekündigen Trailer zeigen, was wir denn machen. Vorgegebenes Thema, wo ich mit der Lisa lange überlegt habe, wie kann man das so in unsere Richtung drücken, damit wir was erzählen können, wo wir auf der einen Seite den Innovationshub vorstellen können, auf der anderen Seite natürlich auch diesen Innovationstag für euch vorzustellen, damit ihr daran teilnehmen könnt. Also haben wir uns überlegt, dass diese Technologien, an denen wir arbeiten, relativ, also in so eine Richtung gehen, dass die auch mit Transparenzen, Halbtransparenzen arbeiten und dass wir auf der einen Seite natürlich gucken müssen, kriegen wir die Forschung in diese Richtung gedrückt. Auf der anderen Seite, dass wir nicht zu komplex werden in unserer Forschung, weil wir müssen eigentlich den User am Ende mitnehmen und da auch eben diesen Prozess transparent darstellen, damit das beim User auch ankommt. Weil was hilft uns eine Technologie, wenn wir eigentlich den Nutzer und den späteren Anwender aus den Augen verlieren, weil er die Anwendung nicht mehr versteht. Und im Bereich Forschung, warum das für uns so wichtig ist, da werde ich gleich nochmal ein Beispielprojekt was erzählen. Ich möchte ja Chris auch die Möglichkeit geben, dass er... Ja, danke Michael. Danke, dass ihr alle hier seid und dass wir als Hochschule uns natürlich auch einfach mal ein bisschen vorstellen können. Ich bin Chris Geiger und jetzt seit einem Jahr sind wir hier von der Hochschule Düsseldorf halt mit Thomas Tennagelt und Michael Brink und den beiden Firmen einfach zusammen. Ich selber komme aus eigentlich dem Bereich Informatik, Medieninformatik, das ist auch das, was wir bei uns an der Hochschule machen. Mache das schon etwas länger, also so jetzt knapp seit 15 Jahren. Wir haben vor 15 Jahren
das erste Projekt in Richtung Augmented Reality oder Mobile Augmented Reality, sogar mal, das war damals noch zu Siemens-Zeiten, bearbeitet. Da gab es noch gar keine Smartphones, da gab es auch noch gar keinen UMTS und LTE, aber wir hatten zumindest schon mal die Idee. Es hat dann relativ lange gedauert, ich habe mir auch gedacht, dass überhaupt ein Thema ist, was wirklich mal in den Markt kommt. Und mittlerweile kann man sagen, es ist fast soweit oder es ist soweit, das muss man noch mal ein bisschen diskutieren. Aber das sind im Endeffekt Dinge, an denen wir aktuell arbeiten und was uns halt ganz wichtig ist, und das merkt man auch, da macht es wirklich richtig Spaß, ist, wenn man so nicht nur die reine Forschung, ich sag mal, im typischen Elfenbeinturm machen kann, sondern wenn man das halt wirklich mit Leuten zusammen machen kann, die auch dann dafür sind, dass man es wirklich versucht, in den Markt zu bringen. Und ja, ich zeige einfach mal einen ganz kurzen Trailer, was wir so in dem letzten Jahr gemacht haben. Das sind vor allen Dingen so Projekte, die wir mit unseren Studenten machen, aber natürlich auch ganz eng in Kooperation mit entsprechenden Firmen, insbesondere Labalabs und Tenagis, aber natürlich auch mit anderen. Da ist relativ vieles, haben wir einfach nur das Ganze ein bisschen schneller laufen lassen. Das ist jetzt vom letzten Jahr, einfach Dinge, die wir gezeigt haben. Neue Eingabegeräte, Virtual Augmented Reality, alles jenseits von Maus und Tastatur. Das ist das, was uns interessiert, wo Menschen auf Technik treffen. Wirklich mit allen Sinnen, um auf die Eye-Tracking, andere Dinge zu steuern zu können. So ganz, ganz kurzer Überblick über Dinge, die wir tun. Das ist insbesondere das, was wir im letzten Jahr gemacht haben. In diesem Jahr wird es viel spannender, also von daher am 9.11. Ne? Kommt vorbei. Worum geht es im Endeffekt jetzt hier? Wir betrachten natürlich vor allen Dingen Virtual Augmented Reality. Und wenn man sich mal anschaut, ich weiß nicht genau, wer diese Hype Cycle Gartner kennt, die sich also im Endeffekt damit befassen, was gibt es für Emerging Technologies, wo stehen die? Und oft ist es halt am Anfang so, dass so eine Innovation getriggert wird und alle ganz, ganz große Erwartungen haben. Das hatten wir 2000, 2001, 2002 auch, gerade in Richtung Augmented und Virtual Reality. Dann ist man auf so einem Peak und ist ein absoluter Hype und dann merkt man, wenn man es in den Markt bringt, wenn man es zum Kunden bringt, so richtig funktioniert es immer noch nicht. Und da gibt es halt so eine Disillusion. Und dann, wenn die Technologie doch aber so gut ist, dass es weitergeht, dann kommt man im Endeffekt zu so einem Plateau der Produktivität. Und glaubt man zumindest Gartner, dann sind wir bei Virtual Reality und Augmented Reality, das sind im Endeffekt die beiden Punkte auf der Kurve ganz rechts, so weit, dass es so langsam anfangen kann, produktiv zu werden. Und wenn man ganz generell sich mal aktuelle Technologien anschaut, sage ich zumindest auch immer in meinen Veranstaltungen zu meinen Studierenden, mittlerweile ist so High-End-Technologie bezahlbar geworden
und allgegenwärtig verfügbar. Also ich weiß, als ich angefangen habe, 2001, 2002, erste Professur, nicht hier, das war in Sachsen-Anhalt, da gab es 50.000 Euro so als Startkapital, und ich dachte, super, was ich mir jetzt leisten kann, das ist ungefähr so eine VR-Brille, das ist total klasse, 50.000 Euro. Mittlerweile kostet das Ding 500 oder Richtung Augmented Reality haben wir sowas hier wie die HoloLens, die kostet zwar jetzt gerade noch ein bisschen mehr, aber demnächst werden das wahrscheinlich ähnliche Preise. Das heißt, Technologie ist bezahlbar, jeder kann sie eigentlich nutzen. Und dann ist das die Herausforderung, Technologie wandert mehr oder weniger in den Hintergrund, wenn es jeder halt verwenden kann. Was jetzt aber wichtig ist, ist der Nutzen, der kreative Nutzen, was mache ich denn damit? Und das innovativ zu machen, wir sagen mal, es muss neuartig, nützlich und auch nachhaltig sein. Und es muss halt ein Bedürfnis für den Kunden, den User oder den Patienten, je nachdem, was man im Endeffekt für eine Zielgruppe hat, halt erfüllen. Und für uns ist halt hier wichtig, dass wir interaktiv mit allen Sinnen die ansprechen können und solche Inhalte, die für einen Nutzer sind, können wir eigentlich nur interdisziplinär in so einem Team, wie wir es hier haben, aber natürlich auch in anderen Teams einfach bearbeiten. Das heißt, es funktioniert einfach nicht mehr nur, dass man eine Disziplin hat. Man muss einfach zusammenarbeiten. Das ist so eigentlich die größte Herausforderung. Wenn man sich mal anschaut, Richtung VR, AR, alles ganz neu, alles ganz toll. Also hier die HoloLens, ne, noch ist sie ja gar nicht verfügbar. Erst Ende November kommt sie jetzt quasi nach Deutschland. Aber eigentlich ist das alles ein alter Hut. Das gab es eigentlich schon. Wenn man sich überlegt, es gab 57 das Sensorama, also das ist im Endeffekt die Kiste hier, die also alle Sinne angesprochen hat. Stereo und Kino, das wissen wir auch, 50er Jahre. Ein See-Through-Display, das allererste See-Through-Display. Dort beispielsweise von diesem Zahnwelt, das war auch See-Through, also eigentlich schon die HoloLens. Oder so Holographie, sagt man im Endeffekt, das ist ja eigentlich ein Konzept, was es schon im 18. Jahrhundert gegeben hat, etwas los. Wenn man sich mal anschaut, was ist da alles bisher entwickelt worden, dann sieht man natürlich, ja, reine Technik, mehr oder weniger nutzbar. Mittlerweile sind die Dinge aber so weit, dass man sie wirklich auch Endbenutzern geben kann. Das heißt, wenn wir uns aktuell anschauen, was gibt es hier in dem Bereich, die meisten werden sicherlich das ein oder andere schon gesehen haben, also sowas wie die Valve, wie Project Morpheus früher halt von Sony VR, beziehungsweise auch die HoloLens, oder aber, und das ist natürlich dann auch besonders das Spannende, letztendlich ist das ja eine Technologie, die mit komplett im Smartphone nutzt. Dann gelingt mal viele von euch nutzen ja. Richtung Virtual Reality, vielleicht auch an der Stelle, jetzt muss ich ein bisschen den Professor raushängen lassen, also das sind dann so Definitionen, was ist Virtual Reality? Letztendlich, wir können die 3D-Modelle in Echtzeit interagieren, also im Unterschied zu das, zumindest das, was Michael am Anfang gemacht hat, im Endeffekt nur, ja, in Anführungsstrichen nur, ich weiß, das ist total schwer, aber gerenderte 3D-Sequenzen, wir machen das halt in Echtzeit, wollen allerdings, und das ist für die Herausforderung natürlich, die Qualität bekommen, die man eigentlich mit gerenderten Filmen. Wir wollen in diesen Welten navigieren, wir wollen uns wirklich umgucken können, und wir wollen interagieren, und ganz wichtig ist halt, dass der Benutzer wirklich in dieser Szene drin ist, wir nennen das halt Immersion. Also das ist für uns quasi VR, eine komplett virtuelle Welt. Im Unterschied dazu, gibt ja Virtual Reality, Augmented Reality, der eine oder andere sagt dann sogar noch Mixed Reality, wie sind da die Unterschiede? Für Augmented Reality, auch jetzt wieder die akademische Sicht, haben wir reale und virtuelle Inhalte, die wirklich miteinander kombiniert sind. Es wird auch hier, wie bei VR, interaktiv und in Echtzeit, also keine Filme. Und eine ganz wichtige Geschichte, zumindest wenn man wirklich sagt, wir benutzen Augmented Reality, ist, dass die virtuellen und die realen Objekte in einer Umgebung, in einer Szene sind und miteinander interagieren können. Das heißt, nicht beispielsweise wie bei so einem Head-Up-Display, wie so ein Photoshop-Layer, einfach über ein realen Bild, sondern wie man das dort sieht, ich habe ein virtuelles Objekt und das befindet sich an einer Position der realen Szene und die können auch miteinander interagieren, virtuelle Objekte werfen, dann natürlich in Echtzeit Schatten auf die reale Umlesung. Und das ist für uns Augmented Reality und das zu erzeugen, das ist eine echte Herausforderung. Beispielsweise Verdeckungen, wie kriege ich es hin, dass ich, eigentlich hat man ja typischerweise aus Kamerabild, dass die Person, die reale Person, die virtuelle wirklich verdeckt oder zum Teil verdeckt. Also das hinzubekommen ist nicht einfach. Wenn man sich dann anschaut, wo geht es im Endeffekt hin, was sind die Trends in der Technologie, in Entwicklung des Contents und auch vor allen Dingen, das ist ja das, was uns besonders interessiert, Interaktion, dann kann man sagen, das Wichtige
was wir, wenn wir Inhalte erstellen wollen, wenn wir Applikationen erstellen wollen, ist halt, dass man auf der einen Seite eintauchen kann, dass der Benutzer das Gefühl hat, einzutauchen und das Gefühl, da zu sein. Auch jetzt wieder die wissenschaftlichen Definitionen, Immersion und Präsenz, sagt man dazu. Immersion ist im Endeffekt, was haben wir für technische Möglichkeiten, dass wir diesen Realismus hinbekommen. Das gibt es für Ein- und Ausgabegeräte, wie können wir den Benutzer tracken, wie können wir seine Bewegungen erkennen, welche Sensorik steht uns so zur Verfügung, also der ganze Technikteil. Das ist eine wichtige Sache und das ist etwas, was wir zum Beispiel hier in unserer gemeinsamen Arbeit, in unserem Think Tank machen, wo wir dann natürlich entsprechende Partner brauchen, die sich mit solchen Techniken auskennen. Das wäre zum Beispiel an der Stelle hier der Thomas Tennagel mit seinem Team. Auf der anderen Seite ist aber genauso wichtig, dass man das Gefühl hat, da zu sein, wenn man sich mit diesen Technologien arbeitet. Und damit ist gemeint so eine Glaubwürdigkeit und auch eine attraktive Gestaltung. Das kann nämlich um Storytelling gehen. Letztendlich, wir sagen dazu Präsenz, und vielleicht muss man so ein bisschen versuchen mal zu erklären, also Präsenz, das Gefühl da zu sein, kann ich auch erreichen, wenn ich meinetwegen Harry Potter lese. Da ist die Immersion wirklich nicht so hoch, weil der technische Grad, der da eingesetzt wird bei einem klassischen Buch, ist an der Stelle nicht so hoch, allerdings ist die Story halt fesselnd. Und das sind so die beiden Wünsche, aber beides zu erreichen, das ist die Kunst, und dazu braucht man dann für den zweiten Teil natürlich auch entsprechende Partner, und das ist dann etwas, wenn es um Geschichten geht und wie man so etwas gestaltet, arbeitet man dann halt mit entsprechenden Kreativen. Und letztendlich dann, das miteinander zu verknüpfen, interaktiv und mit allem Sinn, natürliche Gesten zu erkennen, das sind dann im Endeffekt Dinge, Mensch-Technik-Interaktion, wo man dann auch noch ein bisschen Forschung braucht. Und dazu wollen wir einfach jetzt ein paar Beispiele bringen, ein bisschen zeigen, wie wir also versuchen, mit diesen existierenden Technologien Geschichten zu erzählen, und da übergebe ich dann wieder an den Michael. Und wir sind hier so ein paar Beispielprojekte, können nicht auf alle eingehen, aber ich soll einfach mal ein Portfolio zeigen. Mehr zu erleben gibt es wieder an den Tag, um den Stand der Dinge zu erahnen. Ich möchte aber gerne ein Beispiel zeigen, was wir aus dem aktuellen Projekt haben, wo wir für den Kunden Porsche eine 360-Grad-Anwendung gemacht haben. Das ist eine Kombination aus dem Videofilm, der 360 Grad gedreht wurde, und ergänzten 3D-Inhalten, weil wir das Modell von dem Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen haben. Da haben wir versucht, eine möglichst tiefe Integrität der virtuellen Inhalte in die reale Umgebung zu erreichen, indem wir halt das Umgebungslicht auch aufgenommen haben und eben Licht und Schatten auf das 3D-Modell übertragen haben und eben auch darüber hinaus diesen Blick in den Rückspiegel. Während der Produktion haben wir festgestellt, dass was eigentlich fehlt, ist das körpereigene Empfinden. Also wo befinde ich mich, wenn ich die Brille anziehe und an mir runterschaue und da ein leerer Sitz, oder ich greife zum Lenkrad und da sind gar keine Hände. Also dieses Empfinden, wirklich in dieser Szene zu sein, ist im ersten Moment da. Nur im zweiten Moment geht es wieder verloren, weil wir uns nicht überlegt haben, wie gehen wir eigentlich mit dem körpereigenen Empfinden um. Und das geht in eine Richtung, wo natürlich die Hochschule ins Spiel kommt, dass man sich mal überlegt, welche Lösungsansätze gibt es da. Also wir sind gewohnt, aus dem Spielfeldbereich jede Menge Entwicklung zu machen. Nur da haben wir in der Regel ein halbes Jahr Zeit, wir haben das Drehbuch zur Verfügung und müssen nächstes Jahr kommt Projekt XY. Da gibt es dann zum Beispiel die Herausforderung, da nehmen wir mal die Starfighter, die man da sieht, wie fliegen die eigentlich richtig? Wie sieht das Feuer aus hinten in dieser Turbine? Wann geht das Feuer überhaupt an? Ist das eine Startsequenz oder ist das irgendwie ein bestimmtes Flugmanöver? Das können wir uns ein halbes Jahr vorher überlegen, wie das eigentlich aussieht, wie man das animiert, zum Teil auch simuliert. Simulation geht über die Animation hinaus, weil es nämlich die physikalischen Eigenschaften der Animation berücksichtigt und auch sich selbst herausgenommen wird. Und da haben wir halt entsprechend die Zeit, dass wir sagen können, wir können uns damit auseinandersetzen und es wird auch bezahlt, also innerhalb eines Projektes. Wenn wir jetzt hier in einem neuen technologischen Bereich unterwegs sind, dann zahlt uns das keiner, sondern wir müssen uns das selber belegen. Und wir müssen halt Kapazitäten schaffen, dass wir in der Lage sind, einfach auch diesen Vorsprung uns zu erarbeiten, dass wir einfach wissen, wie geht man denn mit dem körpereigenen Empfinden. Da gibt es ein Projekt, was die Hochschule gemeinsam mit Volkswagen gemacht hat. Und da geht es darum, wie ist denn eigentlich das körpereigene Empfinden, wenn man in einer Cockpit-Situation ist. Ja, eigentlich ein bisschen das genau zusammen. Und da sieht man halt, wie das auch dann wirklich gut zusammenpasst und dann auch hier zusammenspielt. Also das ist im Endeffekt ein Projekt, eine Fragestellung gewesen, die VW hatte, die natürlich immer stärker, wo also schon relativ lange auch im Bereich virtuelle Techniken halt arbeiten,
Aber wie können Sie gerade so für Präsentationen, wenn man vom Vorstand im Endeffekt zum Beispiel ist und denen halt die neuen Designentwürfe zeigt, so wie Michael gerade schon gesagt hat, das ist ja wirklich das Problem, wo ist jetzt mein eigener Körper? Und dann ist jetzt die Frage, wie realistisch muss das Ganze denn sein? Ich meine, einfach ein existierendes 3D-Modell dort einzubringen und dass sich halt entsprechend ein bisschen bewegt, das geht ja noch relativ einfach, aber es kann natürlich genauso wichtig sein. Oder wie wichtig ist das da, so die Fragestellung, dass ich zum Beispiel mich selber dort auch sehe? Das heißt, ich weiß ja genau, ich habe hier einen Ring, ich habe vielleicht eine Uhr und jetzt sehe ich in der virtuellen Welt. Bringt das sehr viel mehr oder wie viel bringt das und wie viel Aufwand ist das? Und das ist genau etwas, was wir jetzt gerade im letzten Semester mit einer Projektgruppe zusammen gemacht haben, mit Volkswagen, wo wir einfach unterschiedliche Prototypen entwickelt haben, die man dann auch einfach schnell umschalten konnte, dass man dieses Gefühl wirklich erleben konnte. Und da geht es dann natürlich, man sieht so die klassischen Technologien, die man hier verwendet, versucht miteinander zu verknüpfen, was mal mehr oder mal weniger gut geht. Das ist natürlich auch Teil der Herausforderung. Aber hier geht es dann vor allen Dingen auch anschließend darum, dass man eine entsprechende Evaluierung macht, dass man wirklich sagen kann, also auch wissenschaftlich, das ist im Endeffekt so gut, das ist so gut, das ist so aufwendig, das ist so aufwendig. Und dann hat man die Möglichkeit zu entscheiden, ich nehme diese oder diese Repräsentation. Danke. Also, mach du. Planck ist auch ein Projekt, das ist international bekannt, haben wir hier nachgebaut, zusammen mit der Hochschule. Und da ging es darum, dass man sich auf dem obersten Stockwerk eines Hochhauses befindet und sich trauen muss, über die Kante hinaus auf einem Brett quasi sich zu bewegen, so eine Art Sprungbrett. Und um dieses möglichst also erlebbarer zu machen, haben wir versucht, mehr als nur den Sehsinn anzusprechen. Wir haben ein echtes Brett auf den Boden gelegt und man sieht das vorher und hat auch wirklich das Gefühl, dass wenn man in die virtuelle Ebene einsteigt, dass man halt nicht auf dem Betonboden steht, sondern wirklich auf dem Brett, was auch knarrt. Man hat zwar Kopfhörer an, weil auch Ton zugespielt wird und auch Wind zugespielt wird, aber man spürt das ja. Also selbst wenn man Kopfhörer hat und das nicht gehört, hat man trotzdem das Gefühl, da ist ein knarrendes Brett unter den Beinen. Und da ging es dann auch darum, wenn man runterschaut, da sieht man erstmal nichts. Da haben wir mit Comicfüßen gearbeitet, um diesen Effekt weiter zu verstärken und eben möglichst viele Sinne anzusprechen. Und wir haben auch mit einem Trick gearbeitet, um die Leute so ein bisschen in die Irre zu führen, indem wir nämlich das echte Brett gemacht haben als das Brett. Und halt, was man sieht, meine ich genauso lang wie das, was man, wenn man die Brille anzieht, sieht. Und wenn man sich dann traut, oder im zweiten, dritten Schritt, ich fasse alle Mut zusammen, ich gehe einen großen Schritt, geht man in eine Stufe tiefer, die nur 3 cm tiefer ist, und hat das Gefühl, man stürzt da. Das ist sowieso etwas, wo man den Nutzer in die Irre führen kann. Wir waren neulich mit einer Delegation im Europapark und da sind die ersten Achterbahnen, die virtuell umgerüstet werden. Das sind die ältesten Dinger, wo sich keiner mehr für interessiert hat. Der Europapark hat mit einer anderen Hochschule aus Kaiserslautern den Bereich VR erweitert und VR erlebbar gemacht. Und die Erfahrung, die wir so gemacht haben, wenn das nicht richtig gemacht ist, dann wird einem sehr schnell schlecht. Ne? Also das ist auch so ein Effekt, der ja bei mir stattgefunden hat. Wenn man das aber richtig macht, kann man den Nutzer auch total in die Irre treiben. Also ich habe immer mehrfach gefahren, habe immer geguckt, wie ist denn eigentlich die echte Fahrt im Gegensatz zur virtuellen. Und die haben gesagt, dass man das unglaublich beeinflussen kann, zum Beispiel die Steigung, in welche Höhe man fährt. Also, er hat ungefähr diese Steigung, aber in der virtuellen Welt wurde diese Steigung gezeigt. Man hat das als realistisch wahrgenommen. Also kann man auch, muss man auch viel Erfahrung machen, in welche Richtung es da geht, aber es ist super spannend. Also wenn ihr in den Europapark geht, auf jeden Fall empfehlenswert, das mal zu machen. Sollen wir das Video zeigen? Ja, wir machen weiter, haben wir ja gerade schon ein bisschen gesehen. Gut, und die Frage ist im Endeffekt jetzt, das waren jetzt ja nur 2 Beispiele, an denen wir jetzt arbeiten. Wo geht's hin? Es ist immer so ein bisschen wie Kaffeesatzlesen, aber nichtsdestotrotz, so zumindest für unsere Einschätzungen, zum einen, ich sag mal so, schlagwortartig, Holodeck kommt halt immer näher, das heißt, dieses Verbinden von virtuellen und realen Inhalten wird mehr oder weniger ununterscheidbar und erreicht das alles hin. Und das ist etwas, was wir zumindest hier im Arbeiten ganz klar festgestellt haben, also rein visuell reicht nicht, auch wenn es natürlich unser wichtigster Sinn ist, aber gerade in Richtung Audio, also wir experimentieren gerade auch mit räumlichem Audio, 3D-Audio, das ist schon eine ganz wichtige Geschichte, dann diese Bewegung des Körpers, Michael hat gerade schon gesagt, Europapark oder ähnliche Dinge, das gehört sicherlich dann dazu, Haptik gehört dazu und, ich meine, das ist noch ein bisschen weiter weg, ist natürlich sowas wie Geruch und Geschmack und das alles versuchen zu kombinieren mit einer guten Story, mit einem guten Inhalt, das ist sicherlich eine Herausforderung.
Eine weitere Geschichte, von der ich glaube, das wird auch etwas sein, das ist so, kann man so subsumieren mit dem Bereich Augmented Humans. Das heißt, nicht gerade sagen, wir werden Borg, aber diese körpernahen Technologien, die wir zum Teil ja schon nutzen, also sowas wie Cochlea-Implantate oder teilweise im Bereich Prothetik, das sind einfach Dinge, dass man also versucht, nicht nur die Sinne virtuell im Endeffekt zu so nutzen, zu simulieren, sondern auch zu erweitern. Also das sind, da geht halt gerade ganz, ganz viel, da passiert ganz, ganz viel, Internet of Things und ähnliches ist etwas weiteres, das ist dann schon der dritte Punkt. Aber das halt mit der entsprechenden Sensorik am Körper zu verknüpfen, ist sicherlich etwas, wo wir glauben, das ist in Zukunft ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das geht jetzt schon auf. Diese Vernetzung, digitale Transformation, okay, das sind dann so Schlagworte, da muss man schon wieder gucken, okay, das nimmt zwar jeder in den Mund, was ist denn das eigentlich? Gerade Digitalisierung ist natürlich etwas, was wir hier alle ja schon seit langem machen. Mittlerweile machen es halt auch andere, erreicht es andere Branchen, da müssen wir natürlich auch gucken, was können wir da quasi auch weitergeben. Das erreicht alle Lebensbereiche und ja, fördert die totale Vernetzung, kann man natürlich auch sagen, was ist daran gut, was ist daran schlecht, da muss man auch ein bisschen drauf schauen. Aber das wird sicherlich etwas sein, jeder ist mit jedem vernetzt. Und das geht wirklich in alle Lebensbereiche rein. Und natürlich dann auch etwas, das ist sicherlich auch gerade ein Bereich, der vor längerer Zeit im Endeffekt schon die ersten Ansätze hatte und zwischendurch gesagt hat, wird das wirklich funktionieren? Ich habe es mal Robots Everywhere genannt, damit meine ich nicht nur echte Robotik, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema, aber dann vor allen Dingen dieser ganze Bereich Machine Learning. Eigentlich erstmal etwas weiter weg von dem Bereich, jetzt sag ich mal digitale Medien, aber diese Kombination, ob es jetzt irgendwelche Datenanalysen sind, die visualisiert werden müssen und andere Dinge, Charaktere, die Intelligenz haben. Also da im Endeffekt auch zusammenzuarbeiten mit den Leuten aus dem Bereich KI ist sicherlich auch ganz wichtig. Das sind so die vier Dinge, wo ich sagen würde, da sind ganz, ganz wichtige Themen auch hier drin, auch und vor allen Dingen für uns. Allerdings, wenn wir jetzt mal auf VR zurückgehen, letztendlich, ich sage ja, seit 15 Jahren arbeite ich jetzt in diesem Bereich. Es ist schon mehrfach gesagt worden, das ist jetzt endlich der Durchbruch. Ich würde jetzt sagen, wenn man sich die Technologien anschaut, sie sind fast frei, aber die Frage ist halt, der Markt, ist er soweit? Wo ist der? Und das ist, glaube ich, immer das Wichtige. Ich habe es auch zwischendurch schon gesagt, wir müssen im Endeffekt gucken, was ist der Nutzen für den Kunden? Wo kann ich im Endeffekt die existierenden Technologien so adaptieren, so anwenden, dass es auch wirklich etwas für den Kunden bringt. Und es gibt so einige, die sagen im Endeffekt gerade in Richtung VR, ich sage das jetzt mal sehr kurz, kann man vielleicht später nochmal diskutieren, aber Virtual Reality ist eher etwas für, ja, vielleicht Games, Entertainment, aber für das richtige Business, Industrie 4.0 und ähnliche Sachen, ist Augmented Reality eigentlich etwas. Kann man ein bisschen drüber diskutieren. Sicherlich ist es so, sage ich nur ganz kurz, bei AR, das bin ich halt, ich komme vollständig von der realen Welt abgeschnitten. Und das ist etwas, was wir insbesondere Kunden natürlich brauchen. Also dieses vollkommene Abkapseln, es gibt sicher Bereiche, da ist das wichtig, aber AR versucht das miteinander zu verknüpfen. Mittlerweile ist es halt große Player, das wisst ihr auch alle, investieren immer mehr in diese Technologien, gerade jetzt auch die Brillen und ähnliche Sachen. Die Frage ist halt, wie kommt man, kann man das halt nutzen, um es dann auch den Kunden nahe zu bringen? Und dazu, naja, versuchen wir halt hier in dieser Konstellation Innovationshub entsprechend an solchen Dingen halt zu arbeiten, uns zu öffnen natürlich, um dann auch mit anderen Partnern diese Technologien wirklich auch weiterzuentwickeln zu können. Und dazu zeigen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal kurz den Innovationshub. Verstärker geht irgendwann aus. Also diese Öffnung, was der Chris erwähnt hat, also wir sind national auch in verschiedenen Netzwerken, weil wir die Entwicklung der letzten Jahre, wir haben jetzt seit 5 Jahren mit der Hochschule zusammen natürlich auch auf andere Bereiche adaptieren wollen. Die Hochschule Düsseldorf ist nicht die einzige, die zweite mit der wir zusammenarbeiten, die Hochschule Düsseldorf-Essen, mit dem wir vorhin waren. Wir sind aber grundsätzlich auch offen für weitere Kooperationen, weil in den Projekten brauchen wir natürlich auf der einen Seite unsere Kompetenzen und die Kompetenzen der Hochschule. Aber es gibt ein Projekt, wo wir erzählt werden. We'll be right back.
Das Projekt, das ist weg, das passt jetzt nicht. Nur noch erzählen, das war der Film zum Innovationshub 2015. Das ist auch alles in den Social Media Kanälen vertreten. Es gibt dazu einen eigenen Vimeo Channel. Wenn ihr also wissen wollt, welche Vorträge haben wir letztes Jahr gehalten, das ist zum Teil aus dem eigenen Umfeld, aber eben auch, das ist ja gerade die Männer, diese 3D-Projektion ist von der Firma aus Bremen. Urban Screen. Sodass es darum geht, das Forum hier zu öffnen, eben auch für fremde Dritte, sodass man hier die Möglichkeit hat, eben auch inspiriert zu werden, nicht nur über die eigenen Leistungen, die eben die beteiligten Partner machen, sondern einfach den Blick über den Tellerrand. Und ich glaube, das Vortragsprogramm in diesem Jahr wird auch wieder super. Nämlich unter anderem den Wirtschaftsminister als Schirmherr, Nils Müller, der die Keynote hält zum Thema, wie sieht die digitale Welt 2025 aus. Seines Zeichens Trendforscher und wird in der Regel von großen Unternehmen beauftragt, also zum Beispiel aus dem Automotive-Bereich, dass er sich branchenbezogen Gedanken macht, wie denn die Zukunft in den einzelnen Bereichen aussieht. Dann den Professor Marc Hassenzahl, der im Bereich Design referiert, den wir auch ein Projekt als Partner haben. Wir haben den Oliver Stock als stellvertretenden Chefredakteur der Wirtschaftswoche, den Leif Oppermann, der gerade eine Studie rausgebracht hat. Wie sieht das der Bereich Head-Mounted Displays in deutschen Unternehmen aus? Also ein ganz aktuelles Thema. Und Werbeweicher, die jetzt über ein paar Showcases aus Cannes zeigen, was in dem Virtual Augmented Reality-Bereich dieses Jahr in Cannes an Showcases ausgezeichnet worden ist. Und wer jetzt noch eine Führung machen will, nach der Fragerunde, wir beeilen uns, da wirklich in 20 Minuten so eine Schnellführung zu machen, weil hier sehen wir Lava-Labs, aber um das Ganze zu verstehen, müsst ihr einmal darüber gehen. Und da hinten ist auch ein Ausgang. Also